Gott sei Dank segnen alle. Nun, die Weltreligionen. Es gibt viele Meinungen von Gottlosen. Ja, ich habe meine Religion. Ja, und das ist schon gut. Ja. Ich bin Moslem, ich bin Buddhist, ich bin Hindu. Alle Wege führen zum Himmel. Ja. Oder dieser Ausdruck, ja, alle Wege führen zu Rom. Das sind alles so Ausdrücke, die man so anwendet, und das schon die ganze Weltzeit. Ja. Es ist schon gut, und andere sagen wieder, es ist überhaupt ein Wunder, dass man an einen Gott glauben kann, ja, an einen Gott glauben kann. Da geschehen so viele schlimme Sachen. Ja. Der Schuldige ist immer Gott, komischerweise. Nicht der Mensch. Der Mensch ist immer so unschuldiges, so zerbrechliches Geschöpf. Das ist nicht so. Der Mensch ist nicht unschuldig, sondern er ist schuldig vor Gott. Und diesen Weg, diesen schmalen Weg, den dürfen wir gehen. Das ist eigentlich keine Option, aber jeder darf selber wählen, ob er diesen Weg gehen möchte. Wer ohne den wahren, einzig wahren, lebendigen Gott sein möchte, der kann diesen Weg gehen. Aber es ist eine ganz klare Sache, dass dies alles zu Gericht kommt. Gott ist heilig über alles und hat einen einzigen Weg, der offen ist. Jeder aber, der dort hinein möchte, diesem offenen Weg, dieser Weg ist nun offen. Jeder, der zu diesem Weg hinein möchte, diesen schmalen Weg beginnen möchte, da muss die Schuldfrage getilgt sein. Diese Schuldfrage, solange es da ist, da kann man noch so plappern und sagen, ich bin gut oder ich habe meine Religion. Boah, das passt schon und so, ich bin ein Gutmensch. Ja? Wenn man einen Gutmensch-Test mit dieser Person macht, versagt er aber reichlichst. Ja? Weil der Mensch denkt, dass er gut ist. Was aber Gott über dich denkt, das ist wichtig. Gott liebt jeden Einzelnen über alles und hat einen Weg vorbereitet. Ja? Dafür musste unser Herr Jesus Christus in die Welt selbst kommen. Ja? Der Sohn Gottes, Gott selbst, der König aller Könige und Herr aller Herrscher, musste sich erniedrigen und hier in diese Welt kommen, für uns alles erledigen. Das ist ein Privileg. Ja? Zum Volk Gottes zu gehören, ist nun möglich so. Auf die Art ist es möglich nun. Die Schuldfrage ist getilgt worden am Kreuz. Du entscheidest als sein Geschöpf, du bist nicht sein Kind, du bist sein Geschöpf, du wirst mal gerichtet. Das ist ganz simpel, ganz einfach. Wenn du jetzt rausgehst, jemanden erschießt, so ein schlimmer Beispiel, aber wenn du da rausgehst, jemanden erschießt, ja, die Nachbarn werden nicht sagen, oh, okay, ja, du, das musste sein. Und dann passiert nichts. Da gibt es einen Riesenschock, dann wird Polizei gerufen, du wirst festgenommen. Ja? Dann wirst du zur Untersuchungshaft hineingeworfen. Das geschieht mit jedem Einzelnen, der hier die Augen schließt. Diese Untersuchungshaft sieht ein bisschen anders aus, wenn du hier stirbst. Da gehst du runter, dort, wo nur noch Schmerz ist. Ja? Es ist schrecklich. Es gibt ein lebendigen Beispiel davon, einen Tatsachenbericht von unserem Herrn Jesus Christus, was da geschieht. Ja, dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Ich kann dir nur sagen, du wirst nach diesem Untersuchungshaft, wo du so viel Leid da erleidest, wenn der Zeitpunkt da ist, vor dem großen weißen Thron kommen und wirst gerichtet. Vom Herrn Jesus Christus selbst. Du wirst gerichtet. Und du hast keine Chance, irgendetwas hervorzubringen. Ich war gut. Ich habe was Gutes getan und so. Du wirst nichts sagen können. Der Herr wird mit dir im Zorn reden. Der Herr wird dich nicht mehr tätscheln oder so. Ja? Jetzt gerade, der Herr zieht allesamt zu sich. Ja? Jeder darf. 2 bis 3 Mal wird in dein Leben gerufen. Jeder darf. Das ist ein herrliches Angebot. Ja? Jeder darf. Für jeden Einzelnen ist der Herr gekommen, aber nicht jeder will. Das ist einfach so. Jeder darf. Die Frage ist nun, was willst du?
Religion ist Tradition. Ja? Eine Religion besteht aus Tradition. Die Katholiken meinen, sie sind auf dem korrekten Weg. Sind sie nicht? Seit 1950 beten sie erst zu Maria. Ja? Noch alle anderen Traditionen sind auch da. Kannst es gerne anschauen. Habe ich ein Video darüber. Ja? Da kannst ganz tiefgreifend nachlesen. Das ist ganz offizielle Sache. Das ist kein Geheimnis. Ja? Bei den Moslems, sie müssen töten, um in den Himmel zu kommen. Und in den Himmel zu kommen bedeutet für sie mit 70 Jungfrauen irgendwie eine perverse Sache. Ja? Bei den Hindus, die haben 20 Millionen Götter oder 30 Millionen Götter. Das sind Dämonen. Ja? Die Bibel erklärt das alles, was da in der geistigen Welt ist. Da wird für unsere Seelen gekämpft, um von diesem Kampf freizukommen, aus der Sündhaftigkeit, die wir haben. Ja? Da musst du zu dem kommen, der den Schuldschein getilgt hat am Kreuz. Nun dieser Weg. Keine Religion. Ja? Meisten denken an Religion und Kirche. Wenn man vom einzigen wahren lebendigen Gott redet, das heißt, er ist lebendig, dann kannst du mit ihm reden. Mit dem Lebendigen redet man. Du musst zum Herrn kommen. Du musst zu ihm Ja sagen. Er wartet darauf. Ja, das ist die Aufgabe, die du zu erledigen hast. Der Herr hat da nichts mehr zu erledigen. Er hat schon alles gemacht, er wartet. Ja, die Türe ist offen zum Vatershaus. Du entscheidest. Und um mehr darüber zu lesen und zu hören, in der Videobeschreibung, Kommentarfeld ist offen. Jedwede Hilfe bekommst du, wenn du nach Hilfe fragst. Entscheide weise. Ja, sei nicht hochmütig. Der Herr sieht dich direkt in dein Herz, wie du entscheidest, warum du so entscheidest. Der Herr weiß über alles Bescheid über dich. Besser wie du. Es wird alles notiert, wie du in deinem Herzen denkst, was du handelst, was du siehst, was du hörst, was du gemacht hast. Alles. Du kannst dich noch so gut fühlen und was ich was. Ja, ohne hier den Herrn Jesus Christus angenommen zu haben. Buße getan zu haben über deine Schuld, wirst du dort aufwachen, wo der Rest der Welt hingeht. Ja? Die gehen schnurstracks dorthin, ja? Wo nur Leiden und Schmerz ist und Not. Dort sind sie. Ja? Die Toten haben nichts mehr zu sagen. Ja? Die verstummen in der Finsternis und da ist nur Schmerzen und Leid. Aber es kommt der Moment, wo sie vor dem weißen, großen weißen Thron sind und dann werden sie gerichtet nach einfach alles. Da ist keine Zeitfrage mehr, dort ist Ewigzeit eigentlich. Aber auch das ist dann irgendwann abgeschlossen. Allesamt werden dort gerichtet, allesamt. Der Herr lässt da nichts aus. Ja? Wenn du es so hören willst, der Herr ist ein Gentleman. Er zeigt auf, da habe ich gerufen, da habe ich gerufen, du wolltest nicht, da habe ich gerufen, du wolltest nicht. Dann wird alle Werke, alle Worte, alle Blicke, alle Gedanken, alle Taten, alles davor gebracht. Dann wirst gerichtet und dann in den Feuersee geworfen, wo bereits der Teufel drin ist und allesamt. Ja? Lass das Ja nicht zu. Ja? Du hast nicht viel Zeit. Du als Gottloser hast nicht viel Zeit. Du kannst jeden Moment sterben. Ich nicht. Wenn ich die Augen hier zumache, bin ich auf der anderen Seite. Das ist nur der Körper, der dann stirbt. Ich bin dann beim Herrn. Du nicht. Und du hast keinen Zurück, keinen Rückzug. Ja? Ich will wieder zurück und so wirst du viel jammern. Du bist voll bewusst dort unten in deinen Schmerzen. Und auch im Feuersee, du bist dir voll bewusst. Lass es ja nicht so weit kommen. Ja? Ich wollte nicht mal so lange reden, aber vielleicht ist es genau für dich gedacht, der du das jetzt siehst. Komme zur Besinnung. Der Herr liebt dich über alles. Der Weg vor dir ist offen und in seinem Fußstapfen zu treten, musst du zu ihm kommen und ja sagen. Ja? Dass du ein Sünder bist, dass du verloren bist, dass du von ihm angenommen werden möchtest, sein Kind sein möchtest, ja, ein Bürger des Himmelreich Gottes. Das ist in deiner Hand, deine Ewigkeit. Genau, alle weiteren Informationen, ganz klar in der Videobeschreibung und Kommentarfeld ist offen. Amen.